Klasse 9C an der IGS Linden in Hannover ist eine Integrationsklasse mit dem Schwerpunkt Musik. Helin ist eine von zwei Schülern hier mit Förderbedarf im Bereich Lernen. In dieser Musikklasse gehören sie ganz normal dazu. In Musik treffen sich einfach alle. Und da spielen irgendwelche Lernschwierigkeiten in einem bestimmten Bereich mitunter gar keine Rolle, weil trotzdem das Kind gut singen kann oder weil es musikalisch ist. Und das ist einfach total toll zu sehen. Fast 1000 Schüler gehen auf die IGS Linden. Knapp die Hälfte hat Migrationshintergrund. 62 Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf werden gemeinsam mit den anderen Kindern in insgesamt 12 Integrationsklassen unterrichtet. Die größte Maßnahme dieser Art im Land Niedersachsen. Es ist kein Zufall, dass in unseren Integrationsklassen zum Teil gerade auch die Kinder von der Grundschule sich angemeldet haben, die in Anführungszeichen als Gymnasialkinder gelten können. Einfach deswegen, weil sie wissen, dass der soziale Bezug in solchen Integrationsklassen höher ist. In der 9C tagt inzwischen der Klassenrat. An der IGS Linden hat jede Klasse ein solches selbstorganisiertes Gremium zur Lösung von Konflikten und für die Diskussion neuer Ideen. Unser erstes Thema ist UNICEF. Ja, wie wollen wir das jetzt machen? Etwas leise, aber bestimmt leiten Helin und ihr Team heute den Klassenrat. Das fand ich bisher immer sehr überzeugend und ich glaube, es würde man von außen nicht merken, wer hier Schüler mit Förderbedarf ist und wer nicht. Das spielt da gar keine Rolle. Inklusion beginnt an der IGS schon morgens vor Schulbeginn. Dreimal in der Woche können sich die Schüler hier zum gemeinsamen Frühstück treffen. Wir haben es halt festgestellt, das beeinträchtigt das Schulleben, wenn die Kinder nicht gut versorgt sind, wenn die Kinder zum Beispiel hungrig sind oder sich schlecht ernähren, das stört uns auch, wenn die morgens schon Chipstüten tragen und das dann Ersatz fürs Frühstück sein soll. Ich wünsche mir viel Sonnenschein. Ingrun Lahmeier ist eine von 8 Förderschullehrern an der IGS. Zusammen mit Anna Reinke unterrichtet sie Deutsch in der Klasse 6D und kümmert sich hier nicht nur um die Förderschüler Imredin und Ridwan. Mit 8 Schülern verlässt sie das Klassenzimmer, um im Förderraum weiterzuarbeiten. Hilfsangebote durch mich werden von allen Schülern angenommen. Das finde ich eigentlich auch sehr positiv, dass es irgendwie keine Stigmatisierung ist. Immer müssen die gleichen mit mir raus in den Förderraum, sondern es ist immer eine andere Mischung. Und so ist das was ganz Natürliches. Ein Drittel der IGS-Schüler stammt aus türkischen Familien. Sozialpädagoge Somci Sonchan berät sie bei Problemen in der Schule, zu Hause oder wie es weitergehen soll nach der Schule. Wisst ihr schon, was ihr nach der 10. macht? Ich habe mir so nicht so richtig Gedanken gemacht, aber ich habe 2 Praktikas gemacht. So. Wir haben jetzt August und für nächstes Jahr, wenn du anfangen möchtest, dann musst du dich jetzt schon bewerben. Okay, also wir machen. Herr Sonchan wird Gökhan bei der Berufsfindung begleiten. Für Fatih organisiert er eine Mathe-Nachhilfe. Fatih will das Abitur schaffen. Wir müssen in der Tat viel mehr leisten, damit die auf demselben Niveau sind wie die deutschen Mitschüler. Und da kann ich nur sagen, dass sie wirklich nicht aufgeben sollen und immer wieder versuchen sollen, ihr Ziel zu erreichen. Berufsvorbereitungen wie hier im Kochkurs, individuelle Förderpläne und die enge Kooperation der Schule mit vielen Institutionen im Stadtteil sind dabei wichtige Hilfen. So schaffen die meisten Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf den Haupt-, einige sogar den Realschulabschluss. Das gute Zusammenspiel von Inklusion und Leistung ist auch beim Training der Zirkus AG in der Turnhalle spürbar. Wir integrieren nicht, sondern wir leben davon. Also wir leben von der Verschiedenheit. Also das ist das, was wahrscheinlich auch der Reiz, der das hier ausmacht. Dass jedes Kind merkt, dass mit seiner Stärke hier wirklich gebraucht wird und nicht nur so aus pädagogischen Zwecken. Und das macht die IGS Linden in Hannover zu einem besonderen Beispiel für inklusive Schule.